Hallo Leute, und da bin ich wieder zu einer neuen Folge Kenshi. Man sieht es ja. Es ist immer noch dieselbe Aufnahmeseason, immer noch derselbe Tag, immer noch derselbe Bug. Aber ich habe was herausgefunden durch jahrelanges Studieren und Tüfteln und meiner angesammelten Weisheit. Kam ich zu dem Entschluss, wenn er mich angreift oder um Hilfe schreit, dann ist nur er das. Also es wird mir zwar überall angezeigt bei den anderen, dass er irgendwie, also die im Raum, dass die irgendwie attack oder aggressive sind. Aber sie greifen mich nicht an, solange ich ihn nicht angreife und er läuft dann einfach weg. Aus, warum auch immer. Deswegen gehe ich jetzt hin, verkaufe schnell alle Sachen, kaufe mir ein bisschen was zum Essen, kassiere halt einen Schlag, na gut, von mir aus. Und jetzt werde ich doch gehauen. Verdammt, das ging aber vorher. Muss ich aber. Na gut, ich wehre mich einfach nicht. Also, ich lasse mich mal hauen. Ich habe eigentlich nichts getan. Also, von dem her, ich habe wenigstens mal die Sachen verkauft. Das ist schon mal was Gutes. Und ich kann ein bisschen mein Defense skillen, warum auch nicht. Wo ist überhaupt der Leader hin? Bist du da noch dabei oder? Holy Farmer, Holy Farmer, Holy Farm Leader. Er steht da noch drin. Aber ich kann nicht mehr mit ihm reden, also. Ja, ich tu doch gar nichts. Die Frau sieht zu. Wunderbar. Und. Ja, er schmeißt mich einfach auf den Boden. Vielen Dank. Ich habe auch kein Kopfgeld oder sonst irgendwas bekommen. Er hat mich einfach nur verprügelt und hier auf den Boden geschmissen. Vorher lief sie mir bis, ich hätte nicht laden sollen. Ich hätte erst einfach so die Aufnahme starten sollen, wo er einfach weggelaufen ist. Aber hoffentlich, wer weiß, vielleicht habe ich. Ey, ich werde verarztet. Oh, das ist praktisch. Vielen Dank. Hoffentlich kann ich dann einfach jetzt ganz normal mit ihm reden, ohne dass er auf einmal meint: Oh mein Gott, warum bist du hier? Und tötet mich. Hab zwar jetzt dafür einiges an Schaden kassiert, aber ich kann damit leben. Also, es gibt echt Schlimmeres. Ich weiß aber auch nicht, woher der Bug kommt. Das ist irgendwie unvorstellbar. Also, ich weiß nicht, das kann komplett sein. Also, ich mach nichts, ich gehe rein, ich rede mit ihm. Auf einmal greift er mich an ohne Grund. Ich kann sogar währenddessen noch die Sachen verkaufen. Und er greift nur mich an. Nicht meinen Hund oder so, sondern einfach nur mich und. Dann lasst er mich da liegen. Dann schmeißt er mich einfach auf den Boden. Fertig. Was ist das? Oder auch die Time. Irgendwie, irgendwas passt da nicht. Also. Normalerweise um 21 Uhr sollte es schon Nacht werden. Na gut. Also, ich werde jetzt erstmal versuchen, dass ich wieder raufkomme. Die letzten restlichen Sachen verkaufe. Und. Hungrige Banditen plündern mich oder wollten mich plündern, haben mich jedenfalls durchsucht, haben nichts gefunden. Ja, Arschlöcher. Zum Glück hatte ich hier, zum Glück habe ich nichts dabei. Das ist schon mal gut und da gehen sie auch schon wieder. Ich bin halt schon happy, dass sie mich einfach mal liegen gelassen haben und nicht irgendwie dachten, ja, mal cool, da liegt einer, den nehmen wir mit, dann versklaven wir. Es wäre jetzt ein bisschen ungünstig gewesen. Na gut, ich finde es aber witzig, dass die Banditen da einfach so reinkamen. Hätte mir eher gedacht, dass die Banditen mit den heiligen Leuten da irgendwie verfeindet sind. Aber anscheinend nicht. Sind anscheinend gute Kumpels. Naja, warum auch nicht? Ja, lassen wir mal. Also, sobald Chest wieder auf 0 ist, oder wenigstens nicht mehr im Minusbereich, sollte ich wieder aufstehen können. Und ja, werdet ihr warten. Perfekter Zeitpunkt. Was gab es auf der Nippon Nation alles zu sehen. Dafür mache ich mal wieder das Ingame-HUD aktiv, dass ich mich selber sehe. Wunderbar, sehe ich mich. Und einer der Sachen ist eine kleine witzige Geschichte. Es gibt bei dem Merchandise solche Lucky Bags. Also die gehen von 15 Euro bis 50 Euro. Da ist jeweils immer gut der doppelte Wert drin. Also wenn man 50 Euro Lucky Bag kauft, dann ist da Merchandise im Wert von 100 Euro drin. Und in einem der Lucky Bags, in den 25 Euro Lucky Bag, was ich gekauft habe, hab mir zwei gekauft, war einmal bam 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 bam, yay, ein Monkey D. Luffy drin, oder wie es im Deutschen heißt, Ruffy. Im japanischen Luffy, im europäischen Ruffy,
passt da nicht beides. Ein kleiner Stoffraffel, kann ich mir irgendwo hinsetzen, irgendwo ein bisschen damit spielen, ein bisschen umarmen, ein bisschen kuscheln. Und da schaut er auch wunderbar rein. Und ich stehe schon wieder. So, wunderbar. Ich stehe wieder, kann mich mal verarzen. Ich mache mal mein Ingame-Pad wieder aus. Ich will mich, wie schon gesagt, nicht selber sehen. Also, nicht, dass ich mich irgendwie selber hässlich finde, aber. Na gut. Bitte, bitte, hau mich nicht. Oh, Gott sei Dank. Money habe ich auch noch. Jetzt mal ein bisschen was zum Essen kaufen. So, damit sollte ich mich dann wieder ein bisschen regenerieren können. Da liegen auch noch ein paar Sachen rum. Also, ein bisschen was kann ich sogar noch plündern. Und ja, ich bin halt jetzt angeschlagen, aber. Gibt Schlimmeres, wenigstens ist der Bug weg. Also, ich hoffe jetzt mal, dass er weg ist. Nicht, dass ich bei anderen Händlern auch verprügelt werde und vor die Tür geschmissen werde. Sie werden ein bisschen eigenartig, aber wenigstens kann ich überhaupt wieder irgendwas machen. Und ich muss mal gucken. Warte, wo war das? Ich glaube, da war das irgendwo. Nee, da liegt keiner. Da auch nicht. Hä, sind die schon verschwunden? Könnte sein, dass die verschwunden sind in der Zwischenzeit. Wäre zwar blöde, aber da kann man wohl nichts machen dann. Das nenne ich dann einfach mal Pech. Aber hey, die Paladine sind hier. Ich bin nicht kriminell, das ist ja auch gut. Und ich kann endlich wieder handeln. Das sind zwei tolle Sachen. Ich habe auch ein bisschen Essen. Humpel hält dafür. Ich bin halt ein bisschen verkrüppelt. Na gut. Dann mal das Leder verkaufen. Was gibt's denn sonst noch? Karten brauche ich nicht. Butter brauche ich auch nicht. Kann ich mir nicht leisten. Na gut, ich kann mir wenigstens ein bisschen die. Bisschen Nahrung habe ich. Ich kann mir wieder ein bisschen meine Life regenerieren. Dann gehe ich währenddessen eigentlich mal wieder ein bisschen abbauen. Also während der Zeit, wo ich dann es abbaue, kann ich meine Lebenspunkte regenerieren und. Ich würde sagen, jetzt erstmal wieder meinen mich selber aktivieren, damit ich mich wieder sehe. Werdet reden. Ich kann ja auch einfach die Aufnahme pausieren und dann einen kleinen Cut machen. Aber ich würde mal sagen, zweite Runde, weil ich gerade nichts zu tun habe, dachte ich mir, ja, noch eine Kleinigkeit, weil der Ruffy, da war ja nichts Besonderes. Vielleicht kennen ihn ein paar, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ich sag's mal. So, er ist aus Tokyo Ghoul und er ist einer der Ghouljäger, ein kleiner schöner Schlüsselanhänger und die Kette hat sich verfangen, verdammt. Ah, Spannung aufbauen und dann gefällt. Das war ja so klar. Oh Gott, nochmal. Hier ist er. Und so, ich werde wahrscheinlich dann noch ein bisschen einfügen, wie er genau heißt, wer der Charakter ist. Ich bin mit Tokyo Ghoul nicht wirklich bewandert. Hab mir den Anime zwar angesehen, aber nicht fertig. Also die erste Staffel schon, die zweite nicht mehr. Und in der zweiten Staffel kam er vor. Könnte auch der Grund sein, warum mir. Obwohl, allgemein, ich weiß von keinem einzigen Tokyo Ghoul Charakter mehr den Namen. Ihr könnt mich ruhig haten, falls ihr ihn mochtet, den Anime, aber ich fand ihn jetzt nicht so besonders. Ein Kumpel von mir feiert ihn halbwegs ab, aber er war irgendwie so läh. Jeder, der was nichts mit Animes anfangen kann oder einfach keinen Bock auf Animes hat, der kann das ruhig ignorieren. Also für den ist eh wurscht. Die werden dann sowieso nie sehen oder nie gesehen haben. Und ich glaube, ab da mache ich mal einen kurzen Cut, damit ich dann mit einem vollen Bag mit Eisen, mit rohen Eisen wieder da bin. Man, ja, es dauert ein paar Sekunden, bin gleich wieder da. So, meine Inventar ist voll, das ist schon mal gut. Nee, das will ich jetzt nicht angezeigt haben. Und jetzt laufe ich wieder zurück. Zeit läuft weiter, wunderbar, Aufnahme ist schon richtig, also. Und da wird gerade irgendwas abgeschlachtet, schon wieder. Die Rubber Raptors, die kommen anscheinend da öfters durch. Und puh, zum Glück, der Leader bleibt da trotzdem weiterhin stehen. Das hätte mich jetzt ein bisschen genervt, wenn dann schon wieder irgendwie der
an einer blöden Stelle gestanden wäre, wo ich dann nicht mehr hinkomme. Es wäre auch praktisch, wenn die Riverruptoren mal kommen würden, wenn ich gerade nicht überladen bin und auch mal mitkämpfen könnte. Aber Hauptsache. Achso, ich habe ja Blocken und Passive aktiviert. Sollte ich mal wieder deaktivieren, damit ich mich auch wehre, falls ich das nächste Mal angegriffen werde. So, mal das ganze Metall verkauft. Ja, 1000 Money, das geht eigentlich schon. Raw Meat. Die haben auch sogar Fleisch rausbekommen. Aber jetzt plündere ich mal die Raptoren, die da rumliegen. Und haut mir gegen's Mikro. Wobei ich mich frage, wie ich da eigentlich das Fleisch rausbekomme. Ich glaube, da brauche ich noch irgendwas. Irgend so eine Säge oder ein Fleischerbeil oder was auch immer. Muss ich mal gucken und ein bisschen mein Mikro anpassen. Ja, so, jetzt ist es nicht mehr ganz so im Weg für meinen Arm. Aber naja, gut. Es gibt Schlimmeres. So, ein bisschen die Raptoren plündern. Da, wow, da liegen viele im Wasser drin. Also ich glaube, die mögen das Gebiet hier. Ich finde es jetzt auch sehr angenehm, dass ich eigentlich die verdammte Karte mit M aufrufen kann. Jetzt brauche ich nicht immer auf M klicken und mich dann wundern, warum nichts kommt. Auch wenn es mich wundert, dass überhaupt nichts kam, obwohl es eigentlich schon eingestellt war. Also, ja, wie gesagt, eine Early Access ist noch eine Alpha, ist noch eine Entwicklung das Game. Da darf man sich echt nicht über Bugs beklagen. Also, das muss ich sowieso immer wieder sagen. Wenn irgendwelche schwerwiegenden Bugs auftreten, irgendwelche Gamebreaker-Bugs oder allgemein, es ist eine Alpha, das Spiel ist noch ganz am Anfang. Und man darf sich echt nicht drüber beschweren. Also, es ist eigentlich geil, dass man es überhaupt schon so spielen kann. Und dass jetzt auch die Entwicklung wieder so schnell vorangeht. Man hat es ja bemerkt, in der Zeit, wo ich die ersten Kenshi-Let's Plays rausbrachte, hat sich ja monatelang nichts getan. Also teilweise, also ich glaube fast ein Jahr stand sowieso allgemein Stillstand mit Patches oder so. War zwar für die Aufnahme ganz gut, denn ich konnte da ununterbrochen aufnehmen, ohne irgendwie Gedanken über neue Patch-Versionen zu machen und dass irgendwie die Kompatibilität nicht mehr so hinhaut. Und mir irgendwelche Bugs raushaut. Aber ich finde es auch ganz angenehm, dass jetzt ein bisschen vorangeht und jetzt ein bisschen schneller vorangeht, besonders mit der Map. Es ist auch schon wieder der nächste Experimental Patch raus, wo der nächste Map-Teil freigeschalten wurde, was ich so mitbekommen habe. Ist jetzt bei mir noch der Teil. Mich wundert es ja gerade, weil, obwohl der Patch Release ist, ich habe ja immer die Experimental Version, habe sie ja aktiviert, dass immer auf dem neuesten Stand ist. Auch wenn es ein bisschen buggy ist, ein bisschen. Also, das riskiere ich gerne. Das steht auch mal in der Videobeschreibung, das Experimental. Oder habe ich das reingeschrieben? Es ist Experimental. Wundert euch also nicht, wenn es mal ein bisschen mehr buggt. Habe ich, glaube ich, vergessen es zum Reinschreiben. Ist jetzt auch wurscht. Zu spät. Too late. Na gut. Oh. Na gut. Ein bisschen Zeitverlauf, damit die Zeit vergeht. Ich habe mal das ganze Leder eingesammelt. Kann ich gleich weiterverkaufen. Hab dadurch ein bisschen gut Geld gemacht. Werde mir dann noch ein bisschen was zum Futter mitnehmen, aber nichts allzu teures. Ja, es sind eh nur. Das Brot wurde eh abgekauft, sind eh nur noch die Früchte da. Eigenartig. Dann kaufe ich mir noch zwei Früchte. Mach mich mal auf den Weg zur Stadt oder zu irgendeiner Stadt, zur nächsten Stadt. Denn ich habe jetzt genügend Geld, um mir einen Kompagnon zu kaufen. Oder zum Anheuern. Das ist wohl ein bisschen besser gesagt. Okay, da geht's nach Bad Teach. Tief. Und da geht's. Ich werde nach Bad Tief gehen. In diese Richtung, den Fluss entlang. Und ich würde mal sagen, Kelandus, du läufst dann wieder Fafnir nach, dem Bodyguards-Team. Damit wir auch das richtige Tempo haben. Und das sind wieder Holy Servants. Ja, na gut, das ist mir egal. Die tun mir nichts. Die beschützen mich höchstens. Also, sie helfen mir vielleicht, wenn ich Glück habe. Ah, jetzt mal ein bisschen Speedverlauf. Und ich weiß nicht, ist das ein Bug oder gewollt, dass jetzt die Sonne so spät untergeht, weil normalerweise, ich glaube, die Zeit ist verschoben. Ich weiß nicht, ob das jetzt am neuen Patch liegt oder durch den Spielimport. Könnte sein, dass jetzt irgendwie die Zeit nicht mehr passt. Naja. Mit solchen Sachen muss man rechnen. Ich werde jetzt jedenfalls nicht extra nochmal
Neues Spiel starten. Es nervt mich auch schon langsam. Also, wenn es mich immer wieder zurück hat. Ich will ja auch mal. Hallo? Darüber. Ich will auch ein bisschen vorankommen. Und ein bisschen mal was zeigen können, wie wenn man mehrere Leute wieder hat. Wenn man mal eigentlich besseres Equip hat und auch Kämpfe überlebt mit Banditen. Darauf freue ich mich sowieso, wenn ich dann wieder so stark bin, dass ich auch wirklich wieder kämpfen kann mit irgendwelchen Banditen und sie auch besiege. Das waren meine Highlights in meinen alten Folgen, wo ich schon eine eigene City hatte und alles Mögliche. 7, 7, 7, 7, okay, 7. Wunderbar, ein bisschen langsamer. Hallo Leute, lasst mich rein, bitte tötet mich nicht. Love and the Void. Okay. Ah ja, ich liebe euch auch. So, nicht zu schnell, das kann ja gleich mal schief gehen, obwohl es mich auch ein bisschen nervt, dass der Barkeeper oder beziehungsweise die Einwohner auf der Stelle irgendwie nach der Wache rufen, sobald man reingeht und nicht irgendwie sagen, hey du, verpiss dich. Müsste noch angepasst werden oder ich schätze mal, das war einfach wirklich rein der Bug, irgendein Glitch oder sowas da vonstatten gegangen ist. Okay, das ist gelockt. Das ist aber klar. Es ist mitten in der Nacht. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich würde mal sagen, ich guck mal erstmal, wo die nächste Bar ist. Private mit einer offenen Tür. Da gehe ich lieber nicht rein. Private, private, private. Private. Public. The door is closed. Okay, aber da kann man trotzdem rein. Also das ist nicht zugesperrt. Aber ich. Was machst du? Ja, begeht was Kriminelles. Und ich kann schon wieder nicht passieren. Ach Gott nochmal. Das nervt mich. Options. Controls. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Und er begeht gerade eine Kriminelle. Ich glaube, ich helfe jetzt mit. Also nicht bei der Kriminalität, sondern beim Verhindern der Kriminalität. Gleich mal hin. Und. Oh. Ist schon geschehen. Ich wollte nur sagen. First Aid, Talk to, Follow. Talk, Locking. Toll. Ich speichere jetzt lieber mal. Also ich will dann nicht irgendwie was machen, was mich dann im Nachhinein ankotzt. Aber ich würde mal sagen, bevor ich da überhaupt irgendwas mache, verklicke ich mich erstmal. Ja, natürlich, das ist eine gute Idee. Also ich verklicke mich, das ist immer gut. Aber nee, die Folge ist eh schon wieder 18 Minuten lang. Das fange ich mir nicht mehr an. In der nächsten Folge verprügeln wir dann jemanden. Und hoffentlich werde ich dann nicht irgendwie zum Kriminellen, weil immerhin ist er auch kriminell. Damit, danke fürs Zusehen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.